Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge 7 Days to Die in unserer kleinen Stadt mit dem lieben Minjas. Guten Tag. Und dem Jackie Fleischhammer. Hat's aber lange überlegt. Dass du erst überlegst, aber dann... Ich wollte Nase doch. Sagen, aber ja, ich habe gedacht, nein, heute nicht. Hallöchen, Popöchen. Ja, in der letzten Folge habe ich ja das Eisen, was Jackie abgebaut hat, mitgenommen. Außerdem bin ich hier schwer beschäftigt. Ich verteidige mich gerade gegen eine Mini-Horde. Auch schwer beschäftigt, denn ich habe Magnum Grip und Magnum Parts gefunden und wir haben schon den Magnum Zylinder und wir werden alle krass. Einfach zu krass. Ich kann mir nicht eine Pickaxe machen. Soll ich noch was zum Vibrieren mitbringen, Jackie? Oh, nee, Scheiße, ich muss nach Hause. Ich hab so viel Kram in the Tash. Okay. Dass die Axt ist einfach unglaublich. Du schlägst einfach sofort alles. Urban Combat hatten wir schon, ne? Weiß nicht, ich nehme mal mit. Wir können es ja nochmal durchlernen. So, wir können ja daraus auch, Ich gehe jetzt mal ein bisschen Eisen suchen hier. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist ein Scherz. Das ist doch echt ein Scherz. Was mir auffällt um unsere Hütte rum, ist irgendwie kaum Jetzt sag nicht Holz, weil der Teig gefällt. Nee, das meinte ich nicht. Hier ist kaum von diesen Ressourcensteinen. Das stimmt. Die habe ich wahrscheinlich allein gesammelt. Oder so. Du meinst diese kleinen oder die großen Steine? Nein, Ressourcensteine, die man zerklopfen kann. Ach so, ja, das stimmt. Da war einen habe ich klein geklopft, da zwei. Ich habe jetzt nämlich eine Pickaxe gemacht und wollte jetzt mal ganz frisch, rum, fröhlich, frei, wollte ich hier mal in dieser Folge Nuclear War, irgendwas, okay. Hä, gibt's hier denn so wenig? Ach, da hinten, da ist einer. Da, jetzt fangen sie an hier. Oh, ist mal wieder Stamina. Ich finde, die Stamina geht relativ schnell weg in dieser neuen Version von 7 Days to Die. Ja. Muss mal aufhören, mit Shift die ganze Zeit zu rennen. Ja, ich muss mit Shift rennen, weil ich bin so langsam. Dadurch, dass ich Biohazard bin. Ah, aber die bringt doch gar nichts, weil deine Stamina ist doch ruckzuck weg, oder? Wenn sie da ist, kann ich ein Stückchen schneller rennen, ja. Müsste man eine Höhle finden. Ich habe in dem normalen Let's Play noch keine Höhle gefunden irgendwie. Nee? Ja. Da müssen wir mal. Ist das nicht auf der Karte, ist da so ein Stück weit eingezeichnet? Also mit. Hat's ja Libby mal gesagt. Irgendwie. Stimmt. Ja, oh, mit schwarzem Punkt? Ja. Warte. Dann ja. Ein etwas größerer schwarzer Richtung Punkt. See, ja, ne? Ja, Richtung See. Oh, das wird geil. Höhlentour. Yay! Ja, ich habe eine. Wir brauchen aber Fackeln. Oben ist ja Fett eingeschmolzen, das heißt, ich habe jetzt schon Fett geschmolzen? Ja, habe ich in dem einen. Die Axt, ich finde meine Lieblings. Weil ich habe vorhin Fett unten in die Küche gelegt. Jackie? Ja. Kommst du mit in die Höhle? Ja, selbstverständlich, ich muss mich mal erstmal leer machen. Das ist das Ding. Ich brauche jemanden, der mich verteidigt. Ich mache nur ein paar Fackeln. Ja, da komme ich mit. Guck mal, ich habe hier noch 44 von diesen Dingern hier. Soll ich immer mal die markiere ich mal, obwohl so? Ich. Doch, ich markiere die mal, die Höhle. Set Waypoint. Jo. Waypoint ist gesetzt. So, Jackie, ich komme nach Hause, mach mein Inventar leer. Ja. Und dann in die Höhle. Richtig. Ohne Ausdauer. Ich habe Hunger, ich muss noch was essen und ja. Dann werden wir mal schön Ressourcen suchen. Und dann werden wir die Hütte da mal richtig ausbauen zu einer Festung. Werden wir mal richtig was. Langfristig müssen wir das Ganze untertunneln. Und zwar einen Fluchttunnel bis zur Stadt. Ja, genau, damit die Zombies schön in unsere Bude kommen können. Nein, der wird natürlich fünffach gesichert. Ich sehe da schon Concrete-Wände. Ich brauche ganz dringend neue Pfeile. Das bräuchte ich auch. Ich glaube, ich habe 4 Federn. Der neue Film von... Til Schweiger. Schweiger. Ich habe 4 Federn im Kopf. Es gibt tatsächlich einen Film, der heißt 4 Federn im Kopf. Es gibt einen Film, der heißt 4 Federn. Ja, 4 Federn. Mit Heath Ledger.
Hefele? Ah, wo ein Salat, also wo ein Salat ist, jetzt weiß ich, ein Soldat mit ist. Head Sledger. Genau, da spielt er, glaube ich, ein Deserteur oder sowas. Kann mich nicht dran erinnern. Ich habe hier in den oder unter den Feuern ein Empty Cupboard. Da mache ich jetzt das die drei Cooking Pots rein, ja? Ja. Mit den vier Federn. Ah, da hast du das Eisen rausgenommen? Ja, habe ich gerade rausgenommen. Okay. Achso, wollte ich gerade oben reinmachen? Warte, dann mache ich hier oben die einen. Dann hast du hier rein. Drei. Du hast drei, du kannst... Nee, ich habe einen, mir langt das. Du, ich wollte... Family? Genau, ich habe jetzt ein Dings, ich habe das, die Gläser, ich muss was trinken, was essen. Haben wir das hier unten im Kühlschrank? Nö. Warum ist hier nichts zu essen? Essen ist oben in der Essenskiste. 13 mal Bacon Eggs, da werde ich mich auf jeden Fall mal schön satt essen. Und werde den Rest hier oben in die Essenskiste legen. Was trinken? Ah, habe ich Golden Roti? Habe ich da? Komm, Jackie, wir nutzen den Tag, ab in die Höhle. Mich weiterhin voll. Darf ich unten kurz die Eier reinlegen? Nein, denn ich habe noch Raw Pork und noch... Ach, die Seeds werde ich gleich pflanzen. Jetzt kannst du. Mensch, du hast ja einen Waschbrettbauch, fällt mir gerade mal auf. Ist der wie in echt? Ist der wie in echt, ne? Ja. So, ich bin soweit. Von mir aus können wir loslegen. Mit eurem Tuch, das schmiegt sich so schön um die Nase. Ich hab noch so viel Kram bei, ich muss noch was loswerden, das geht so nicht. Ah, leere Gläser. Machen wir hier rein. Serendipity. Die kannst du voll machen, dann einkochen. Ja, nee, ich will jetzt los. Wo hast du die Dings? Was die, ist Dings? Na, die, wie heißt das? Also hier zum Weiß Feld, ich nicht. Feld machen. Achso, die habe ich in der Tasche. Die Ho. Tasche. Die Ho. He's got the Ho. Die habe ich in der Tasche. Gut, ich bin soweit, Herr Fleischhammer. Kommst du mit? Reicht nicht, Mann. Das kotzt mir an. Kaputte Pistole. Das. Den Tag nutzen, die Folge ist noch jung. Ja, ich weiß. Jetzt stresst er rum, weißt du? Ja, jetzt Höhle. Den Stieg da. Das Park dahin, okay. Ist der hier schon drin? Macht der vielleicht auch eine Spitzhacke, oder? Nee, ja, die Axt ist total, die ist krass dran. Ja. Aber als zum Abbauen vom, nein, vom doch, Metall. Doch. Die läuft. Die, obwohl die Axt geht wahrscheinlich durch Knochen wie durch Butter. Kommst du? Du machst Druck. Immer dieser Druck. Sicher Druck. Pack ich jetzt einfach hier hin und die Frames nehme ich mal mit. Sicher als sicher. Und das nehme ich mit und das lasse ich in der Hand. Das ist doch scheiße. Oh Gott. Tut mir leid. Hier weg jetzt noch ausräumen. Rap Lead. Wie Druck, Mann. Okay, ich muss aber noch 14 Bäume pflanzen. 14 Bäume pflanzen. Aber nicht für die Hütte drin. Na gut. Wo ist denn jetzt die Hülle? Na, komm mit. I show you. Bauen wir den Weg mit Bäumen aus, so bist du mit, oder wie? Ja, genau. Damit ich euch leichter finde, ja, mach mal. Ja, genau. Wo ist eigentlich der Rotkrumm? Kommt die nicht hin? Doch, ich bin gerade auf dem Weg zu euch. Fackeln! Idiot! Nein, warte, Fackeln! Haben wir kein Licht für die Höhle? Ja, dann mach mal. Ich hole nochmal Holz. Das läuft. Holz. Vorbereitung ist alles. Licht? Bitte? Brauchen wir jetzt um die Zeit Licht? Ja. Ja, in der Höhle ist stockfinster. Vielleicht finden wir ja Kohle. Ja, könnte gut sein, aber vorher brauchen wir Fackeln, um die Kohle überhaupt erstmal zu sehen. Ach, nur so eine Idee. Wo ist denn das Fett? Das ist unten in der Küche. Ja. In einem der oberen Schränke. Wenn du ah, jetzt. Hab's. Aber ich dachte, wir hätten schon eingekocht. Nein, ich hatte vorhin keinen freien Platz. Nein. Das habe ich dir versucht, dir vor ein paar. Airdrop. Ich sehe ihn aber nicht. Ich höre ihn, ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn. Ich sehe das Flugzeug. Drop da. Ach komm. Nein, ich sehe ihn nicht. Oh, du Sack. Oh, hat er nichts fallen lassen? Nee. Also nee. Nicht in meiner Sicht. In meiner Sicht auch nicht. Oh doch, ich seh's. Okay, ja. Die Richtung. Ganz gut, schön ich weit. Ich mach Fackeln. Und ich mach Airdrop. Tasche ist leer? Meine ist leer. Ich rede ja die vom Jack. Nee, wir wollten in die Höhle, da bin ich auf den Ausgang, dass sie leer ist. Ja. Komm, gib mir mal 6-mal Fett, Baby. Gib mir Fett. Gut, dann Airdrop.
Schwierig. Mach es nicht so breit, Fraudi. Fraudi. Ich werte doch mal. Fraudi, Partner! Ja, ja, nur wenn wir sie wieder abbauen wollen. Dann mache ich das mit dem Bohrer, dann geht das ratzifatzi. Und du hast hier schon wieder in 25 Reihen. Das war ich nicht. Doch, wer denn sonst? Zwei Reihen lang, der Rest musste Fleisch mal mit seiner Super-Axt wegkacken. Ja, das war ich jetzt. Ich hab die Dinger dahin gehauen. Ja, aber die das Super-Axt. Ist doch viel zu tief. Weil du sagst, ich kann sie eh wieder wegschlagen. Richtig. So, sechsmal Tello. Der Rest vom Tello kann einbrennen. Jetzt machen wir mal schön Fackeln. Fackeln gehen nämlich jetzt mit Tello, mit Gras und mit Sticks. Genau so gehen Fackeln. Und die Fackeln brennen ja eh unendlich, das heißt, man kann ja eine in die Hand nehmen und gelegentlich mal eine setzen. Weißt du schon mal, wie weit ist es für dich bis zum Airdrop? Der ist schwer zu sagen. Dann hol ich noch mal ein bisschen Gras, bis du wieder zurück bist. Also ich weiß nicht, wir werden diese Folge wahrscheinlich doch nicht in die Höhle kommen. Ich werde auch aufgeregt. Bahnhof oder wohin? Hä? War schwierig. Also der war schon ordentlich weit weg, der Airdrop. Ein Glück hat mir die Richtung in der Karte mal markiert. Du weißt, dass er nicht mehr qualmt, wenn er runtergekommen ist. Ja. Ich sehe ihn allerdings auch gar nicht mehr. Boah, dann ist er schon gelandet. Echt? Ja. Landet der schneller? Ich weiß nicht, ob der unbedingt schneller landet. Er läuft, qualmt halt nicht mehr weiter, das ist der Unterschied. Ja, ich habe mir die Richtung markiert, also muss ich ja im Prinzip nur in die Richtung laufen. Und werde dann irgendwann mal irgendwas in der sehen. Da noch Tello drin. 8 Stück. Sehr geil. Mach ich noch mehr Fackeln. Wieso hast du da so viel Brennmaterial rein? Weil da auch so viel Tello drin ist. Hallo. Nee, ich hatte eigentlich passend. Ich hab den kompletten Tello reingemacht. Läuft. Ah, du hast noch mehr reingemacht. Der kann Iron Helm Schema. Ja. Iron Helm. Ja. Läuft. Aber auch nicht alle. Ich hab 3 First Aid Kits und 3 Antibiotika und 3 Painkiller. Wow, wir können sterben. So, ich hätte dann gerne ein Antibiotika, bitte. Ich hab die jetzt alle gegessen, es tut mir leid. Auf einmal. Ja. Idee wäre auch noch, um den Airdrop Zombies spawnen zu lassen. Damit es einfach noch ein bisschen. So ein bisschen Action mehr ist. Ja. Frau, hörst du, ist begeistert. Das ist ihre Begeisterungsstimme. H1Z1 ist da auch so. Wie immer. Ja, aber wir sind hier ja nicht in H1Z1. Naja, fast. Okay, Entspannung. Entschuldigt. Frau? Wart. Hier hast du 4 Fackeln. Ja, Moment. Ich kann gerade nicht. Guck mal, die brennen am Boden jetzt. Okay, ich bin Biohazard. Ich muss, Frau? Muss die brennen jetzt am Boden? Ist das neu? Brennen immer. Wer hatte, hatte nicht einer von euch Ton? Ja, ich habe Ton, alles klar. Okay. Lump of Clay. Ach so, ich brauche mehr. Das reicht ja Pickaxe? Gar nicht. Pickaxe? Wir brauchen noch mehr, das reicht nicht. Junge Frau? Ja, hätte ich gerne eine, bitte. Ja, dann muss ich hier eine machen. Oh, das Eisen reicht nicht. Wir haben 3 Eisen, haben wir. Wo? In der Kiste. Ja, dann langt's. Ich mache gerade meine Taschen leer. Kann ich da jetzt wieder dran? Danke. Da. Da raus. So, dann gebe ich dir einmal Metal Strips, um sie zu reparieren. Mhm. So, hier. Was fallen? Da Metal Strips, da meine Pickaxe. Egal. Hab ich jetzt alles? Jo, ich nehme mal 2 Iron Bars mit, sicherheitshalber für die. Okay, dann ab in die Höhle, oder? Ja, ich mach noch meine Taschen leer. Übrigens, in der letzten Folge, wo ihr Fleischhammer The Greatest schreiben solltet, meine Kommentare sind da voll mit. Ja. Ach, deswegen hat das bei mir auch jemand in den Kommentaren geschrieben. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das jemand. Ja, ich denke, wieso schreibt das jemand unter meinen Kommentaren? Ich nehme das vergessen, ne? Das kenne ich, das Problem. Ja, ja. Jackie, bist du schon. Kommst du zurück und lädst erstmal dein Zeug bei uns ab? Okay.
Ich meine, dass wir das aufgenommen haben, ist ja jetzt auch schon wieder eine Woche her, ja, und... Also ich denke mal, wir werden das in der nächsten Folge Höhlentour machen. Wie weit sind wir denn? Ja, ich muss noch meine Taschen leer machen. Ich habe hier so viel Scheiß drin. Sag mal, 5 bis 8 Minuten haben wir noch. Wir könnten ja schon mal hin, Ludwig. Definitiv. Okay, ich habe jetzt leider gerade... Aber du musst doch erstmal deinen Shit abladen. Du hast doch jetzt wichtige Sachen gefunden, oder? Ich bin aber schon wieder da. Zu Hause. Ja. Edas Haus in der Lichtung. Hallöchen. Hallo. So. Bin da, bin noch. Serendipity, ich habe jetzt noch hier Samen, die werde ich jetzt hier. Ja. Oh mein Gott. Jetzt mal hinschmeißen. War das jetzt Absicht? Oh Gott, nein. Absolut nicht. Absolut nicht. Oh Gott. Oh mein Gott, er hat Samen gesagt. Ja, auch noch in dem Kontext. So, jetzt irgendwie genau in den Zusammenhang komplett. Serendipity, hier oben sind noch Antibiotika. Ja, sehr. Ach, übrigens, Serendipity, ich habe hier noch Samen. Hey, toll, Fleischer mal. Geil. Weiß man. Lass dich nur aus. Hier, und ich hab noch hier gesagt, aus. Lass die Finger bei dir. Ja, schwierig. Das kannst du doch nicht machen, wenn der dabei Nein. ist. Verdammt. Hallo? Oh, die Höhle, ich freue mich schon drauf. Ich mache jetzt mal einen schönen Screenshot hier. Ich bin da? Ich bin da, ich stehe davor, ich warte auf euch. Ja, kannst noch ein bisschen warten. Oh, also dementsprechend hast du Dings geholt. Hier. Ich räume das aber mal hier oben rein momentan. Soll ich mal noch mitnehmen? Das werde ich hier ablegen. Weil das ist wichtig. Das ist schon wieder irgendwie. Hier hole ich rutscht. Auch mal in die Kiste. He's got the hole. In his hands. Da ist der Jack drin. So, Screenshot Mania. Erinnerung an. Ja, dann. Wahrscheinlich hört die Höhle direkt unten auf. Einfach so plopp, out zu Ende. Hey, voll der Höhlenausdruck, geil, ey. Hey, super, Alter. Dreh ab, Mann. Wo ist er denn jetzt? Kommt der, trägt mich. Macht was. Die Richtung war das vorhin. Schreck mich einfach. Ein Grad. Notsplint kann ich uns noch mal. Ein Splint habe ich einsteckend. Krieg irgendwie meine Health nicht hoch. Ich nehme so ja schon Dings hier. Wie heißt die Dinger? Painkillers. Und dann muss ich dazu eine Bandage nehmen. Ich hätte gern ein bisschen Armor. Nö, ich brauche überhaupt gar keine Antwort. Warum? Was denn? Was hast du denn gefragt? Entschuldigung, ich habe mich hier... Nö, er kriegt seine Wellness nicht hoch. Klingt auch schon wieder schwierig irgendwie. Naja. Wieso? Ach so. Naja, weil gerade immer. Ja, ja, schon klar. So, wo ist er denn jetzt? Hier ist es, hier geht's rein. Oh, hörst du das? Meine ist auf 91 gestiegen. Dahin kommt eine Horde. Zumindest 3, 4. Ich bin nicht entdeckt. Ich glaube, die Frau will kämpfen. Komm, wir kämpfen noch bis zum Höhleneingang. Also, wir kämpfen noch hier uns den Weg frei und dann. Gehen wir den nächsten Vorgang. Kann man den Bogen nicht reparieren? Den kann man nicht reparieren. Nein, den kann man nicht reparieren. Soll aber kommen. Soll aber alles kommen. Also soll auch Waffenwerte und. Oh Mist. Vorbei. Okay. Links von dir, Schatz. Dreh zurück. Ah, das ist noch ein Stück weiter weg. Mann, schrei mich nicht so an, du. Ach. Ich hatte nur Angst um dich. Ja, verdammt, jetzt habe ich mir voller Schreck mein Herz. Oh. Level 8. Ups, so, jetzt wo sind sie denn hier? 64, na gut. War's das? Dann gehen wir noch in dieser Folge in die Höhle rein, oder? Ja, rennen wir mal. Obwohl, 19 Minuten 24, wir können noch einen kleinen Cliffhanger machen. Was wird uns in der Höhle erwarten? Oh mein Gott. Weiß nicht. Schauen wir noch mal gemeinsam in die Höhle rein, oder? Wir können ja mal reingucken. Ich brauche demnächst mal reingucken. Neuen. Achso, Moment. Seine Liebe, die habe ich schon Fackeln gegeben, ne? Ja, ja, mir da nicht. Kommt eine Horde. Hier. Eine Horde, ganz für mich alleine. Hast du genommen, die Fackeln? Mit ja, 28 Pfeilen. Oh, shit, ja, ich habe 31. Eine Horde? Tatsächlich? Ja. Okay.
Oder Kopfhackler. Nimm dich Axt, Digga. Nee, dich hier, genau. Noch mehr? Sind noch welche da? Ja, hinten sind noch welche. Kommen noch welche nach. Oh. Okay. Eine Krankenschwester. Die hat. Kurz Konzentrationsphase für alle. Ja. Ja. Pfeile schießen. Sehr gut. Hier wieder. Da kommt er wieder aus dem Boden. Die sind doch so gut getarnt, die euren Krabbler. Lagen hier noch welche? Ne, das war's, glaube ich. Da kommt noch ein Krabbler. Wo? Oh. Ich hab ihn erwischt. Das Ding. Okay, 21 Pfeile. Ja, 15:44. Ich würde sagen. Oh, mir wurde direkt zu. Zum Klumpen. Wir stellen uns mal vor den Höhleneingang, denn die Horde hat uns leider aufgehalten, hier noch in die Höhle reinzugehen. Oh Mist. Wie jetzt? Ich bin bleeding out. Okay. 19 Pfeile noch. Also, wir werden in der nächsten Folge erst in die Höhle gehen. Leider kam noch eine Horde. Oh. Oh. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch... Ne, ich bin ja gar nicht dran, oder? Bin ich dran? Ich bin noch nicht dran. Doch, du bist kann dran. Man sich hier an den Spitzen verletzen? Ich bin dran. Ich bin dran. Wir können ja... Wir können rein, egal. Also, wir sind am Ende einer Folge und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen hoch da in der nächsten Folge, werden wir dann in die Höhle gehen und dunkle Dinge erfahren über diese längst verborgene... Wer die Höhle sehen will, kann auf meinen Kanal gehen. Ich bin schon drin. Ist die... Das gibt es. Oh, hier ist ein Zombie. Okay, ihr Lieben, wir sehen uns sterben. Dann zur nächsten Folge und Zernippi wird dann nicht dabei sein, weil sie sterben wird. Macht's gut, bis dahin, zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.